Trolls von Justin Timberlake, US-amerikanischer Animationsfilm, im Deutschen mit den Stimmen von Mark Forster und Lena Meyer-Landrut. Regisseure des Films sind Mike Mitchell und Walt Dorn. Von Justin Timberlake? Nicht nur von Justin Timberlake, auch von Max Martin und Karl Johann Schuster, aber ich glaube, es wird Karl Johann Schuster ausgesprochen. Ja. Okay, deine Meinung, Can't Stop a Feeling. Oscar-Potenzial? Ja, nein? Ehrlich gesagt, für mich ist es ein ziemlicher Allerwelts-Pop-Song, den ich jetzt nicht mit einer Oscar-Nominierung oder mit einem Oscar-Reifen-Stück in Verbindung bringe, um ganz ehrlich zu sein. Ja, sehe ich ähnlich. Also ein simpel gestrickter Pop-Song. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen über die Nominierung. Aber gut. Ist auf jeden Fall schmissig. Also, das auf alle Fälle. Also er geht ins Ohr. Gut, apropos Nominierung. Wie kommt Justin Timberlake zu so einer Nominierung? Oder wie kommt man überhaupt zu einer Nominierung? Damit ein Film für die Oscars an sich in Frage kommt, gibt es ein paar Regeln, die beachtet werden müssen. Zum einen muss der Film mindestens 40 Minuten lang sein und entweder als 35 mm oder 70 mm Kopie oder als eine 24 bzw. 48 Frame per Second Digital-Kino, also im Digital-Kino-Format gezeigt werden. Er muss im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Vorjahres für mindestens 7 Tage gegen Entgelt in einem Kino in Los Angeles County erstmals gezeigt worden sein. Hierbei ist es egal, ob es ein US-amerikanischer oder ein ausländischer Film ist. Am Ende eines Jahres stellt dann die Academy eine Liste aller in Frage kommenden Filme zusammen. Soweit ist es klar? Mhm. Gut. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Ach so. Jetzt wird's wieder gespannt. Aus dieser Liste wählen die Akademiemitglieder, und das sind an die 7000, ihre 10 Favoriten. Die 10 mit den meisten Punkten sind dann automatisch die Nominierung für den besten Film. Gleichzeitig schlägt jedes Mitglied, das voten darf, 5 weitere Personen oder Filme aus ihrem Akademiezweig vor. Ja, ja. Nee, ist gut, ja. Okay. Also ein Akademiezweig ist quasi Regisseure benennen Regisseure, Schauspieler benennen Schauspieler und sag mal, Tontechniker bestimmen Tontechniker. Die 5 Filme bzw. Personen, ebenfalls mit den meisten Stimmen in diesen Einzelkategorien, werden dann offiziell zusammen mit den 10 Filmen als Nominierte verkündet. Soweit auch klar. Ja. Okay, ja, gut. Ja. Ich lausche gebannt. Wird jetzt ein Schauspieler in der gleichen Kategorie mehr als einmal nominiert, also sagen wir mal Schauspielerin Meryl Streep, ein beliebtes Beispiel an Nominierungen, hat in einem Jahr 2 Filme, was ja mal vorkommen kann. Sie könnte quasi 2-mal als beste Schauspielerin nominiert sein. Wenn das vorkommt, wird die Nominierung mit der geringeren Stimmenanzahl gestrichen. Das heißt, der 6. Platzierte oder die 6. Platzierte rutscht dann nach. Es kann aber durchaus sein, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin im selben Jahr sowohl für die Haupt- als auch eine Nebenrolle nominiert wird. Und das wiederum ist dann zulässig. Das ist so im ganz Groben und für manche Kategorien auch sehr stark vereinfacht das Reglement für Nominierungen. So, zum Nachlesen auf Take 42 könnt ihr das alles nochmal nachgucken. Weil ich glaube, so ganz haben wir das jetzt nicht mehr alle erfassen können. Ich kann es dir während dem nächsten Lied nochmal erklären. Nein, ist in Ordnung. Okay. Ist in Ordnung. War nur eine Idee. Ich bin voll im Bilde, aber für den Fall, dass es halt nochmal jemand nachlesen will, take42.de, da steht alles. Und nachher schreiben wir einen Test. Nee. Ja gut, aufgrund dieser ganzen Nominierungsgeschichten hat dann wohl auch Jackie seine Nominierung bekommen, ganz offensichtlich. Nominiert ist da Mika Levy aus England, einigen Indie-Fans vielleicht besser bekannt als Mikachu, sie ist die einzige nominierte Frau in der Kategorie Best Score und erstaunlicherweise auch erst die 5. Frau überhaupt, die in einer Musikkategorie nominiert wurde. Jackie wird übrigens grandios gespielt von Natalie Portman, die ihre, meiner Meinung nach zumindest, Oscar-Nominierung hier absolut mit Recht erhalten hat. Nach Black Swan wieder eine absolute Meisterleistung, wo Natalie Portman wirklich zeigt, dass sie schauspielern kann. Peter Sarsgaard als Bruder von John F. Kennedy und John Hurt in einem seiner letzten Filme als Priester sind ebenfalls gut besetzt und runden das Ensemble sehr schön ab.